Kollektivheilung für die Kinder dieser Erde. Fülle und Wohlergehen für alle unsere Kinder dieser Erde. Mögen sie genug Freiraum haben für die Entwicklung ihrer Kreativität und der spielerischen Seite. Mögen ihre Talente gefördert werden. Möge es ihnen gut gehen. Und auf dass ihr kreatives Potenzial erkannt wird. Erzengel Chamuel ist da für die Kinder dieser Erde und hüllt sie ein in ein rosafarbenes Liebeslicht. Das Liebeslicht der bedingungslosen Liebe, der wattig weichen Energie des Behütetseins, damit alle Kinder dieser Erde sich sicher und geborgen fühlen mögen. Liebevoll wird jedes Kind wertgeschätzt im rosafarbenen Strahl der bedingungslosen Liebe. Und alle Kinder dieser Erde, die sich ungeliebt fühlen, die bewusst oder auch unbewusst einen Mangel an Liebe, an elterlicher Zuwendung erfahren haben, werden nun mit der Liebesheilenergie von Erzengel Chamuel aufgeladen. Obhut, Liebe, Trost und ehrliche, mütterliche Zuwendung hier aus der Quelle von Erzengel Chamuel und der weiblichen Meisterquelle. Und möge auch jedes verletzte, gekränkte Kinderherz, welches wund und schmerzend ist, in Liebe gehüllt werden, aus dem Quell der ewig fließenden, bedingungslosen Liebe. Alle Kinder, die in der Trauer sind, in der Angst, aufgrund von Abwesenheit ihrer Eltern oder Betreuungspersonen, bekommen den Schutzmantel von Mutter Maria eingehüllt in Geborgenheit und Sicherheit der mütterlichen Liebe. Und da gibt es Kinder auf dieser Erde, die haben Schmerzen. Die haben sehr starke Schmerzen, weil sie sehr früh alleine gelassen wurden. Und diese Heilung dient somit auch allen Menschen mit einsamen inneren Kindern. Die heilende Kraft der Seepferdchenessenz strömt zu diesen Kindern, dass sie sich in dem, was wir nennen Familie, auch wenn sie ohne Vater, ohne Mutter
als Waisen oder Halbwaisen aufwachsen oder selbst in Familien, wo Mutter und Vater zugegen wären, doch im Inneren, trotz allem, die Einsamkeit gefühlt wird, das Seepferdchen-Essenz, das Urgefühl der heiligen Familie stimuliert, ewige Geborgenheit, ewige unendliche Nestwärme, bedingungslose Liebe. Und ein wirklich warmes und trautes Daheim, frei von Konflikten, frei von Unruhen und Kämpfen, und frei von Überlebensthemen existenzieller Art. Seepferdchen für eine liebevolle Installation eines Geborgenheitsgefühls für jedes Kind. Und somit setzt eine unglaubliche Entspannung ein und tiefe Ruhe für die Kinder dieser Erde, für die Menschenkinder dieser Erde. Für die Einsamen und Trostbedürftigen. Weiße Koralle strömt ein. Zur Erinnerung an die unschuldige Kraft eines jeden Kinderherzens. Die Reinheit des Kinderherzens, die Unschuld. Eines Kinderherzens. Und darin sich badend und findend. Die unschuldige Kraft der bedingungslosen, kindlichen Liebe. Und es soll auch dich erinnern an die Kraft der bedingungslosen, reinen, unschuldigen Liebe deines Kinderherzens. Für alle verletzten Kinder. Für alle Eltern, die noch immer im Erwachsenenstadium Kind sind, Kind im Sinne von unreif oder unerfahren und somit die elterliche Betreuung nicht wahrnehmen können.
Sternenquell. Die Leichtigkeit der Sterne, Glitzer, Glimmer. Als die Aktivierung der Seelensterne unserer Kinder. Zur Befreiung ihres Potenzials. Ein jedes Kind ist ein Heiler. Ein jedes Kind heilt unbewusst die Erde, heilt unbewusst seine Eltern. Durch den Anblick seiner Zustände und Themen. Sternenquell. Als diese Potenzialbefreiung im Rahmen einer Spiegelung für die Eltern, für die Großen. Sternenquell für die Magie des Kindseins, für die Kinder der neuen Zeit. Für Kinder, die Kind sein dürfen. Und so schwimmt zu guter Letzt noch Blauwal. Zu all unseren Kindern. Um die Anbindung an das Mutterprinzip gewährleisten zu können, tiefes Vertrauen. Unendliche Ruhe. Absolute Geborgenheit. Tiefenentspannung. Und Losgelöstheit. Für unsere Kinder. Und es wird nichts von ihnen verlangt. Sie dürfen Kind sein. Und sich ganz dem hingeben, und sich der höheren Führung ihrer Seelenheimat, ihrer Seelenführung und Seelenfamilien ganz und gar sicher sein. Tiefste Entspannung und totale
Ruhe im gelösten und entspannten Kindsein. Und diese Ruhe ist so ansteckend. So ansteckend für uns Erwachsene. Tiefenentspannt und gelöst.